Mutter, ich brauche Dessous. Was sagst du dazu? Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Oh mein Gott, wie lange habe ich diese Begrüßung nicht mehr ausgesprochen? Schon einige Wochen her mal wieder. Und ich dachte mir, ich werde nach langer Zeit wieder für euch mal einen Vlog drehen und euch mal ein wenig mitnehmen, denn ich bin gerade bei meiner Familie im Sauerland und habe die Zeit ein bisschen verbracht. Ich habe die letzten Tage ein bisschen es ruhig angehen lassen, habe ein bisschen Pause genommen und dachte mir, ich komme zu meiner Familie und schalte mal ein bisschen ab. Ja, ich muss mich jetzt fertig machen, denn gleich geht es raus mit meiner Mama. Wir wollten noch einkaufen gehen. Ich brauche Unterwäsche, weil wird Zeit, dass ich mal wieder neue kaufe. Meine sehen nicht mehr so gut aus, deshalb muss ich noch in die Stadt. Ich muss noch irgendwas besorgen. Ah ja, meine Handcreme und noch irgendwas Bestimmtes. Ich habe es gerade vergessen, ich habe es nicht im Kopf. Aber ich hoffe, das fällt mir gleich in der Stadt wieder ein. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt langsam fertig und ich nehme euch dann auch über den Tag mit. Ihr müsst mich entschuldigen, ich habe hier in meinem Zimmer eher künstliches Licht, weil ich mein Fenster hinter mir habe. Und das wäre Gegenlicht, deshalb mache ich das so, dass ich mich einfach mal mit künstlichem Licht schminke. Und im Übrigen habe ich eine neue Make-up-Routine, die es in sich hat. Das ist einfach vom Ergebnis her überragend und ich zeige euch, was ihr hierzu braucht. Ich habe es euch auch über Instagram gezeigt gehabt. Das Ergebnis sieht am Ende dann aus, als würde eure Haut weich gezeichnet sein und man sieht gar keine Poren. Was ihr hierzu braucht, ist erstmal eure ganz normale Tagespflege, also eine Feuchtigkeitspflege, und das tragt ihr ganz normal auf eurer Haut auf. Habt ihr das gemacht, kommt dann ein Schierpuder. Und zwar nehme ich meins von It. So. Normalerweise nehme ich auch mein Huda Beauty Puder, das geht auch. Aber besser wäre es natürlich mit einem Schierpuder. Und dann tragen wir es auf unsere Hautpflege auf. Am besten auch dann, wenn es noch nicht eingezogen ist. Also dass eure Hautcreme noch feucht auf der Haut liegt. Okay, es war jetzt ein bisschen zu viel. Das ist mal wieder dieser sorry, Vorführeffekt. Boah, wieso habe ich so viel genommen? Und jetzt nehmen wir ein Fixing Spray. Ich habe eins von Fenty. Und wir gehen über das Gesicht dann und warten, bis es trocken wird. Und erst jetzt kommt ein Primer. Ihr könnt irgendeinen Primer nehmen. Ich habe jetzt meinen von Benefit genommen, und zwar mein Professional. Und wenn ihr diese Schritte gemacht habt, dann schminkt ihr euer Gesicht ganz normal, wie ihr es halt immer macht. Ups, jetzt habe ich was fallen lassen. Und die Haut wird aussehen wie ein, als hättet ihr einen Filter drüber. Man sieht einfach keine Poren mehr. Man hat ein klares Bild und ja, ich zeige es euch. Ich hoffe, man sieht es halt genau. Aber man sieht einfach gar keine Poren mehr. Das ist heftig. Nur, ihr solltet nicht so viel Puder benutzen, wie ich es gemacht habe. I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there. I know you want it, afraid to let it show, and I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? 'Cause I don't know, sure know you want it, afraid to let it show. In der Farbe Favorite.
Und dieser Stift ist sehr trocken, also das heißt, der hält wirklich den ganzen Tag und die Farbe ist auch super. Das ist wie in so einem Taubbraun. So, und die Farbe vom Lippenstift heißt auch Everyday. Ich dachte, ich habe Favorite genommen, aber Everyday ist auch sehr schön. Also wer auf Long Lasting steht, die Produkte von Dilara sind wirklich super. Und auch die Farbe ist sehr, sehr schön. Ich kann euch gerne all die Produkte, die ich verwendet habe, unten in der Infobox verlinken. Aber bei mir ist es halt so, ich kann nicht mit matten Lippenstiften den ganzen Tag rumlaufen. Ich muss immer noch einen Lipgloss drüber machen. Das bin einfach nicht ich so mit matt. Aber trotzdem, also wer darauf steht und wer auf Long Lasting steht, sind die Produkte von Dilara sehr, sehr schön. So, ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt an und dann geht's auch schon raus. So, Modimutz, bist du bereit? Fast ja. Fast ja. Erstmal hetzt sie mich, dass ich mich beeilen soll. Es ist viel zu warm, warum hast du so einen Pullover an? Ich bin draußen, es steht hier 13 Grad. Ja, nein, wir haben 17 Grad. Mein Ja? Schnubbidi-Bubbidi-Babbidi. Nee. Sie schätzt sich ja. Ich brauche Unterwäsche. Reizwäsche, weißt du? Tschüss. Egal, tschüss. Ich brauche, oder ich brauche Dessous. Was sagst du dazu? Ich kenne sowas nicht. Ja, als ob du sowas nicht kennst. Nein, ich brauche Unterwäsche und Gut. dann wollte ich rausgehen und ein paar Sachen erledigen. Ich tue so, als ob ich voll was Heftiges geplant habe. Aber ja. Boah, es Ich ist will dich richtig warm. Wieso? anschnallen. Ja, fällt dir aber früh ein, ehrlich. Also diese Frau, ne? Ich glaube, ich bringe sie mit diesen Filmen durcheinander. Bist du aufgeregt, Mama? Oder warum bist du, vergisst du, Nein, dich anzuschnallen? du denkst, ich bin aufgeregt. Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin nicht aufgeregt. Ja. Ja, du lachst dann. Lachst du? Die Arme, ich mache das immer mit ihr. Immer bringen die sie in Verlegenheit, aber okay. Die Zuschauer von mir, die kennen dich und mögen dich auch schon sehr. Echt viel zu warm angezogen. Nee, Draußen ist ist okay. warm. Da muss da gerne. Wir Okay. Ja, gerne. außer Sonst deswegen. sind nicht. Also hier in Lüdenscheid sind es 16 Grad und in Köln haben wir schöne 20 Grad. Sie muss runterkommen. Übrigens, meine Schwester kommt auch noch dazu und sie wird auch mit uns in die Stadt gehen. Ja, so, ich lege jetzt mal kurz meine Kamera beiseite und wir sehen uns dann nochmal draußen. Ich hasse es, das geht gar nicht. Also, es ist wirklich extrem nervig und wir haben gesagt, wir fahren jetzt lieber nach Hause, gehen schnell lieber in den Supermarkt und essen unser Eis zu Hause im Garten. Weil unter diesen Bedingungen draußen zu sitzen, ist einfach nicht schön. Es ist echt eine komische Stimmung hier, Lüge. Vor allem in der Kleinstadt ist die Stimmung noch bedrückender als in Köln. Und 400 Gramm ungefähr auch Aprikosen. Ja, die sehen richtig gut aus. Wir wollten noch ein paar Früchte kaufen und zwar haben wir uns gedacht, zu Hause sein ist, glaube ich, schöner jetzt als in der bedrückenden Stimmung hier. Okay. Wir sitzen jetzt wieder im Auto. Die Stimmung war einfach so bedrückend in der Stadt. Also es war wirklich von den Maßnahmen her noch strenger, als ich das von Köln kenne. Da habe ich zu meiner Mama gesagt, komm, wir gehen jetzt einfach einkaufen und danach sitzen wir im Garten. Da kann man das besser genießen, das Wetter. Ich habe ja jetzt eingekauft, was ich einkaufen wollte, und zwar meine Unterwäsche. Und übrigens, ich zeige euch gleich noch ein paar Teile von den Unterwäschen, weil H&M hat gerade Unterwäsche, wie wir es von Kim Kardashian kennen, und zwar die Kollektion Skims. Zeige ich euch dann, sobald sie zu Hause wird, und ich habe mir noch einen Hut gekauft. Ja, ich fahre nach Hause. Genau. Oh mein Gott, Leute, ihr werdet süchtig nach diesem Eis. Es ist so unglaublich lecker. Das ist ein russisches Eis und ich sag euch was. Einmal gegessen, danach seid ihr süchtig. Es schmeckt wie das Mc's-Eis, finde ich. Ich habe übrigens nochmal Spinat und Joghurt gekauft. Ich wollte ihr heute das machen, was ich gerne zu Hause mache. Ich zeige euch das dann später. Das ist so unglaublich lecker. Brauchen wir noch was? Nee, das ist alles. Okay, was braucht man mehr? Crocs. Jetzt habe ich noch meine Schwester hier. Noch das passende Eis dazu.
das wundervolle Wetter und wir sonnen uns jetzt noch ein bisschen hier. Es ist aber ein bisschen windig, muss ich sagen, aber es ist trotzdem sehr, sehr angenehm. Ich wollte jetzt meiner Mama und meiner Schwester was richtig Frisches machen. Und zwar brauche ich dafür erstmal Spinat. Und später werde ich jetzt nochmal würzen und dann kommt nochmal Joghurt rein. Das schmeckt so lecker. Ich werde euch dann gleich zeigen, wie man das Ganze nochmal zubereitet. Das schmeckt am besten zu Reis oder auch zu Steak. Aber heute essen wir zum Beispiel was überhaupt nicht dazu passt. Und zwar gibt es heute bei uns auch Schak. Ich freue mich darauf. Das ist so ein afghanisches Gericht, wofür ich sterben würde. Das sind so Teigtaschen mit Lauch und dann kommt nochmal drüber Joghurt, Hackfleisch. Oh Gott, das ist so lecker. Deshalb passt das eigentlich nicht, das, was ich jetzt hier mache. Aber dennoch könnt ihr so Joghurt und Spinat im Kühlschrank aufbewahren und davon noch 3 Tage essen. Von daher macht ihr damit nichts falsch. So, der Spinat ist jetzt somit fertig und wir warten jetzt nochmal, dass es abkühlt und dann kommt der Joghurt rein. Und hier sind die Lauchzwiebeln, die sind auch schön gewürzt. Und so sehen die Teigtaschen aus. Das ist unser Herz, also nicht wundern. Und meine Schwester macht den Teig noch. In der Zwischenzeit rühre ich jetzt den Joghurt rein. Es ist ein bisschen schwierig mit einer Hand, deshalb lege ich das mal kurz zur Seite und zeige es euch, wie das aussieht. Also ihr könnt nach Gefühl dann Joghurt reintun, also Naturjoghurt. So, jetzt kommt noch ein bisschen Salz dazu, nicht zu viel. So. Und Pfeffer. Meine Mama hat jetzt zu Hause diesen weißen Pfeffer. Ich verwende eigentlich diesen dunklen Pfeffer. Aber ich denke mal, es wird auch schmecken. Und das Ganze wird dann nochmal verrührt. Und fertig ist es. So, das Essen ist fertig. Und das ist mein Lieblingsgericht aus der afghanischen Küche. Ich habe euch das mal schon mal gezeigt gehabt, meine ich. Und zwar nennt sich das Oshak. Und das ist überragend lecker. Hallöchen, meine Lieben, und wir kommen auch schon zum nächsten Tag. So, ich bin jetzt mit meiner Cousine verabredet zum Kaffee trinken und wir wollten einfach mal schauen, wie wir den Tag miteinander verbringen. Ja, in der Stadt wirklich abhängen wollen wir jetzt auch nicht. Ich denke mal, wir haben jetzt erstmal angeordnet, einen Kaffee zu trinken und vielleicht noch Fotos zu machen und dann mal sehen. Mehr kann man auch wirklich nicht in Lünstedt machen. Was mache ich denn hier? Also ich bin bei meinen Eltern die ganze Zeit nur am Schlafen, am Essen und manchmal gehen wir raus. Aber das war's auch schon. In Köln ist es ein bisschen anders. Da habe ich schon öfters was zu tun. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann wird das einfach mal ein entspannter Vlog. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt langsam los. Sie wartet schon auf mich und wir sehen uns dann nochmal später. So, meine Lieben, wir sitzen jetzt im Café und gönnen uns. Es tut mir leid, ich habe einfach vergessen, unser Essen zu posten. Wir hatten einen French Toast und einmal ein Ei-Frühstück mit Avocado. Ich habe das so vercheckt, wir waren so vertieft, dass ich jetzt einfach vergessen habe zu filmen. Aber okay. Meine Cousine und ich sind jetzt spazieren in der Altstadt. Ich finde die Altstadt in Lünstedt wirklich sehr, sehr schön. Also alles sieht noch aus wie früher. Man denkt, man ist in einem anderen Zeitalter. Und hier wollten wir schauen, dass wir ein Foto machen. Ein Foto. Sie wollte auch ein schönes Foto. Und sie ist schüchtern, sie zeigt sich nicht. Heutige Location. Wir haben einfach mal diese Ecke gefunden, um Fotos zu machen. Und ich habe extra noch Schuhe dabei, damit ich die wechseln kann. Ich habe auch Schuhe an. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hallöchen, meine Lieben. Und wir kommen wieder zu einem nächsten Tag. Tut mir leid, also mein Vlog ist diesmal wirklich so, dass ich wirklich von einem Tag zum anderen springe, weil ich einfach bei der Familie schon ein wenig runterschalten möchte und nicht immer alles dann gefilmt habe. So, ich bin jetzt wieder in Köln, wie gesagt, und bin gerade dabei, meine Wäsche zu waschen. Was ihr hinter mir seht, ist mein Wäschekorb. Und hier habe ich noch ein Paket erhalten von Naked. Ich habe alles hier aufgehangen, außer das Kleid. Das sind so 10 Teile. Ich werde euch bestimmt noch bald wieder ein Fashion-Video drehen, wo ich euch ein paar Fashion-Teile mal wieder zeige. Und jetzt kommen wir zu der Unterwäsche, die ich euch gerne zeigen wollte. Eigentlich wollte ich euch das schon in Lünenscheid zeigen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Deshalb mache ich das jetzt. Und zwar habe ich ja erwähnt gehabt, dass H&M gerade Unterwäsche hat in Hautfarbenoptik. Und das sieht alles schon so ein bisschen aus wie die Kollektion von Kim Kardashian, und zwar die Skims-Kollektion. Und da zeige ich euch gerne mal ausnahmsweise meine Unterwäsche. Und dann war es das auch schon von mir. Aber okay, bevor ich mich verabschiede, einen Moment.
So, das wäre einmal die Unterwäsche, was ich bei H&M gekauft habe. Die haben noch ganz, ganz viele andere Hautfarben. Und die Unterwäsche ist richtig toll. Vor allem solche BHs könnt ihr super unter T-Shirt anziehen. Das sind für mich halt auch die perfekten T-Shirt-BHs. Und ihr habt auch noch ein bisschen Push. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Dann habe ich noch diese Unterhose hier gekauft. Und zwar High Waist. Ich weiß nicht, ob die gemütlich ist. Ich habe die jetzt gewaschen, aber noch nicht getragen. Aber die Farbe ist einfach so schön. Ich weiß nicht, ich stehe total auf diese Hauttöne bei Unterwäsche. Und ihr müsst jetzt nicht so viel Geld ausgeben, ne? Wie bei Kim Kardashian, sondern ihr könnt einfach zu H&M. Diesen Hut habe ich mir auch gekauft. Ich finde, das ist ein richtig toller Hut. Das ist ein Strohhut übrigens. Gibt es auch bei H&M gerade für 7,99 € statt für 12,99 €. Okay, ein paar Euro weniger, aber trotzdem, schaut euch mal diesen Hut an. Der ist einfach richtig toll. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war seit Monaten nicht mehr bei H&M. Und Lüdenscheid hat jetzt nicht wirklich tolle Läden außer H&M. Deshalb bin ich da reingegangen. Aber ich glaube, ich sollte öfters mal da reingucken, weil die haben sich schon verändert von der Mode. Und zwar zum Positiven. Ich meine, davor waren die Sachen auch schön. Aber jetzt hat H&M wirklich tolle Sachen. Und die sind auch nicht so überteuert wie Zara derzeit. Also ich finde, Zara übertreibt dermaßen mit den Preisen. Und ich bin sowieso eher die Online-Shopperin, bin ich ehrlich. Und ich bestelle auch eher die Produkte oder meine Klamotten halt auch eher aus Online-Shops, wo nicht jeder wirklich das trägt. Also seltener. Oh Gott, ich kann gerade kein Deutsch mehr. Sorry, aber egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann habe ich noch, wie gesagt, meine neue H&M-Bestellung. Ich habe sie jetzt an der Tür angehangen, weil ich das Paket geöffnet habe. Und da werde ich euch auch am Freitag auf Instagram auf jeden Fall ein Haul zeigen. Ich werde euch die Sachen angezogen zeigen. Und da gibt es auch mal wieder einen Rabattcode. Deshalb Freitag einschalten auf Instagram und nicht verpassen. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es auch schon von mir und meinem Vlog. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß hattet. Ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Mua! Eure Soraya. Tschüss.